So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load. Is that how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, it's about right. Mit Once Upon a Time in Hollywood hat Quentin Tarantino dem Hollywood der 60er Jahre ein Denkmal gesetzt. Sein angeblich vorletzter Film strotzt nur so vor Referenzen und Anspielungen auf die Fernseh- und Kinolandschaft. Kein Wunder also, dass Tarantino sogar eine Liste von Filmen veröffentlicht hat, die man sich vor dem Kinobesuch anschauen sollte. Zwar macht Once Upon a Time auch ohne dieses Hintergrundwissen Spaß, aber erst mit den Filmen im Hinterkopf wird daraus ein Meisterwerk. Wir haben uns Tarantinos Liste mal angesehen und um ein paar Titel ergänzt. I'm Rick Dalton. That's your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Auf den ersten Blick geht es in Once Upon a Time in Hollywood um den alternden Western-Star Rick Dalton und sein Stunt-Double Cliff Booth. Obwohl immer wieder vermeintliche Filme und Serien mit Rick eingespielt werden, beide Rollen sind fiktiv. Sharon Tate, gespielt von Margot Robbie, ist es aber nicht. I'm Sharon Tate. I play Miss Carlson. Um ihre Rolle besser zu verstehen, empfiehlt Tarantino ihren Film Rollkommando, der auch in Once Upon a Time ausschnittsweise gezeigt wird. You always greet people like this? I'm Freya Carlson, your tourist bureau contact. Mm. These are for you, street maps, places of interest. Mm. This is for you too. Doch besser gealtert ist ohne Frage Tanz der Vampire, das Vorbild für das gleichnamige Erfolgsmusical und unsere erste Empfehlung. In der Horrorkomödie spielt nicht nur Sharon Tate mit als die schöne Sarah, auch ihr späterer Ehemann Roman Polanski ist in einer Hauptrolle zu sehen. Ich bitte sehr um Verzeihung, wenn ich störe. Wenn nicht, doch keineswegs. Unsere nächste Empfehlung ist alles andere als lustig. Es geht um Sharon Tate und das Jahr 1969. Bei wem dabei nicht die Nackenhaare zu Berge stehen, der sollte sich auf jeden Fall Helter Skelter anschauen. Denn einen großen Teil seiner Spannung fußt Once Upon a Time darauf, dass die Zuschauer wissen, was in diesem Sommer mit Sharon Tate geschah. Das Crime-Drama Helter Skelter ist eine Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Vincent Bellosi und Kirk Gentry. Zwar wurde der Krimi 2004 neu verfilmt, die Version von 1976 gilt unter Kritikern aber als die bessere Umsetzung. You say there are just a few? Well, there are many, many more. And they're running in the streets, they're all running in the same direction, and they're running right at you. Nicht Leonardo DiCaprio, nicht Brad Pitt, nicht Margot Robbie. Die eigentliche Hauptfigur in Once Upon a Time ist das Hollywood Ende der 60er Jahre. Und das ist auch die Kulisse in Model Shop von 1969. Darin zieht ein junger Mann ziellos durch Los Angeles und denkt über seine unsichere Zukunft nach. Ein klares Vorbild für Once Upon a Time und deswegen nicht zufällig auf Tarantinos Liste. Noch einflussreicher und wichtiger ist aber ein anderer Film, Easy Rider. In dem Kultfilm von 1969 reisen zwei Biker durch die USA, erzählt auf eine für die Zeit unkonventionelle Weise. Easy Rider zeigt zwar das Amerika der Flower Power Bewegung, der Film thematisiert aber auch den Niedergang und die Grenzen der Hippies. Der experimentelle Autorenfilm kostete vergleichsweise wenig und spielte beeindruckende 60 Millionen Dollar weltweit ein. Dieser Erfolg erschütterte Hollywood und verschaffte jungen Regietalenten eine Chance. Ohne Easy Rider kein Martin Scorsese, kein Steven Spielberg und kein George Lucas. Und wohl auch kein Quentin Tarantino. Einer der bedeutendsten Kriegsfilme aller Zeiten ist unsere fünfte Empfehlung, Gesprengte Ketten. Der Film erzählt den Massenausbruch aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager während des Zweiten Weltkriegs, basierend auf einer wahren Begebenheit. You have other plans? I haven't seen Berlin yet, from the ground or from the air, and I plan on doing both before the war is over. Gesprengte Ketten glänzt durch seine Besetzung, in der Hauptrolle der legendäre Steve McQueen, der dargestellt von Damian Lewis einen Kurzauftritt in Once Upon a Time hat.
Auch die Inszenierung ist herausragend. Die Flucht auf dem Motorrad etwa ist in die Filmgeschichte eingegangen. Wer gesprengte Ketten gesehen hat, versteht, wie nah Rick Dalton in Once Upon a Time seinem endgültigen Durchbruch als Filmstar war. Hey, you're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. In einer sehr umstrittenen Szene in Once Upon a Time kämpft Cliff Booth gegen Bruce Lee, gespielt von Mike Moe. So musste nicht nur Brad Pitt, sondern gleich mehrere Crewmitglieder auf Tarantino einwirken, um die Szene zu entschärfen. Trotzdem fühlte sich Bruce Lees Tochter Shannon Lee schwer gekränkt. In einem Interview mit The Wrap sagte sie, er wirkt wie ein aufgeblasenes, arrogantes Arschloch. Es war wirklich unangenehm, im Kino zu sitzen und die Zuschauer über meinen Vater lachen zu hören. Als kleine Anerkennung des Kampfkünstlers deswegen unsere Empfehlung: Der Mann mit der Todeskralle oder auch Enter the Dragon. Ein Klassiker unter den Kung-Fu-Filmen. Tragischerweise ist Enter the Dragon der bekannteste, aber auch der letzte vollständige Film von Bruce Lee. Er starb 3 Wochen, bevor der Film in die Kinos kam. Rick Dalton wird eine Rolle in einem Spaghetti-Western angeboten, inszeniert von Sergio Corbucci. Das ist keine weitere Referenz an Sergio Leone, dem legendären Regisseur von Spiel mir das Lied vom Tod. Sergio Corbucci hat es wirklich gegeben. Im Once Upon a Time-Universum hat er Regie geführt bei Nebraska Jim mit Rick in einer Hauptrolle. Tatsächlich war der italienische Regisseur verantwortlich für einige der prägendsten Werke des Italo-Westerns. Ein paar Jahre vor den Ereignissen von Once Upon a Time drehte Corbucci den Kultfilm Django, unsere letzte Empfehlung. Die Gewalt und der schwarze Humor hoben Django von der damaligen amerikanischen Konkurrenz ab, ebenso die Gesellschaftskritik. Der Erfolg inspirierte viele Nachahmer, von denen aber kaum einer die Qualität des Vorbilds erreichte. Auch auf Tarantino hatte Django großen Einfluss. 2012 verbeugte er sich vor dem Kultfilm mit seiner Hommage Django Unchained. What's your name? Django. The D is silent. I know. Once Upon a Time in Hollywood hat scheinbar keine Handlung. Noch stärker als in seinen anderen Filmen schwelgt Tarantino in Erinnerungen, Popkulturzitaten und Insider-Gags, die wohl nicht jeder versteht. Und trotzdem ist der Film richtig unterhaltsam, ein typischer Tarantino eben. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Like you.